Meine Damen und Herren, wir kommen zum Fundstück der Woche. Und das sind diesmal zwei Kinderbücher, die ich gefunden habe. Die Bücher Was machen die Jungs und Was machen die Mädchen? Das sind Bücher, wo man das Alphabet lernen kann. Also zu jedem Buchstaben gibt es so eine Seite, da ist ein Buchstabe drauf, ein Name und dann lernt man das Alphabet. Dann macht man das so 4, 5, 6 in dem Alter. Dafür ist das gemacht von Nikolaus Heidelbach. Meine Damen und Herren, diese Bücher sind die tristesten und morbidesten Kinderbücher, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel aus dem Buch Was machen die Mädchen? Buchstabe S, Sibylle friert. Gucken Sie sich das mal bitte an. Da. Das ist Sibylle, ein fröhlicher kleiner Mops mit ihrem Muff. Und meine Damen und Herren, der Muff, wo sie die Hand drin hat, ist eine Katze. Ich zeige es hier mal. Das Kind hat die Hand in einer Katze. Aber vielleicht ist das ja nur ein Buchstabe. Vielleicht ist es ja nur ein Buchstabe. Ich guck mal, Buchstabe A. Angelika sieht fern. Mit der Axt und dem Messer und der Keule. In diesem fröhlichen Jugendzimmer voll heiterer Farben, meine Damen und Herren. Dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht sind es ja nur die Mädchen, vielleicht sind die so drauf. Was machen denn die Jungs? Buchstabe V, Volker ist mit seinen Eltern. Gucken Sie mal her. Welcher Volker ist das? Volker Kafka ist das, meine Damen und Herren. Volker Kafka ist mit seinen Eltern. Wenn Sie sowas als Kinderbuch haben, Sie kriegen doch Albträume. Ich hatte damals bei Jim Knopf von Frau Mahlzahn Angst, ja? Wo ist die Sesamstraße, wenn man sie braucht, ja? Und beim Buchstabe O ist Herr Heidelbach völlig ausgetickt. Ich weiß nicht, auf welchen Drogen er war, als er sich überlegte, U heißt bei den Jungs, Uwe übt. Unser Fundstück der Woche.